komme zu Ihnen her und halte das Mikrofon. Herr Feingold, ja. Wie geht es Ihnen heute Abend hier in Meran? Ausgezeichnet. Die Zahl der Besucher ist zwar nicht die höchste, die ich je gehabt habe. Im Wiener Parlament am 9. Mai waren etwas mehr Leute da, aber das ändert nicht an der Tatsache, dass man nur als Ältester, naja, länger hätte man nicht mehr warten dürfen, weil sonst war es spät gewesen, aber habe ich ein paar Lücken zu schließen. Punkt Nummer eins, habe ich hier eine sehr interessante Geschichte. Wir haben ja von den Rabbiner gehört, den wir in Salzburg hatten und auch hier in Meran. Dieser Mann, dieser Rabbiner, den wir lange Zeit in Salzburg auch hatten, der sehr viel für Salzburg getan hat, nicht nur für Juden, sondern die Geschichte Salzburgs bearbeitet hat. So ein Rabbiner hat ja nicht viel zu tun manches Mal. Und er konnte sich historisch betätigen. Und er hat sehr viele Sachen, ein Nachschlagewerk für viele Leute, Historiker hinterher, die haben seine Unterlagen aus dem Jahr 1920 hervorgeholt, weil sie so wunderbar waren. Aber etwas Besonderes wollte ich hier aufzeigen. Eine Sekunde. Dafür kann ich Ihnen helfen. Ich halte das Mikrofon inzwischen, damit wir Sie immer hören. Das halte ich für wichtig. Und zwar, Sie werden staunen, wenn ich Ihnen etwas zeige. Also ich muss jetzt die Brille herausziehen. Meine. Ich habe immer gerne, was ich erzähle, auch zu beweisen. Finden muss ich es. Das sind handschriftlich die Generäle im Ersten Weltkrieg, was sie ihm geschickt haben, weil er war sicher, nach dem Krieg wird es heißen, die Juden sind schuld an dem Verlust. Und die haben ihm alle bestätigt, wie tapfer Juden gekämpft haben. Aber hier habe ich etwas Besonderes. Sie werden staunen. Mit Genehmigung seines Sohnes Manfred, der in England Professor für historische Geschichte war, im Namen des Führers und des Reichskanzlers, den Oberrabbiner Dr. Adolf Altmann, wird aufgrund seiner Verordnung vom 13. Juli 1934 in Erinnerung an den Ersten Weltkrieg 1418, das vom Reichspräsidenten Hindenburg gestiftete Ehrenkreuz für Frontkämpfer. 1934 hat er das erhalten. 1938 ist er dann nach Holland gegangen, musste er von Holland. Nein, war er in Trier, musste von Trier weg, ist nach Holland gegangen und von Holland ist er dann mit der Tochter, also Frau, Tochter und Schwiegersohn nach Auschwitz gekommen. Ich will nur etwas zeigen, was im Dritten Reich möglich war. 1934 kriegt er eine Auszeichnung und 6 Jahre später wird er vergast. Das ist einmal eine Lücke, die ich jetzt geschlossen habe. Die zweite Lücke ist, hier war jetzt die Rede von den vielen Fremden, die da jetzt gekommen sind. Er hat nur vergessen zu sagen, dass diese Fremden aus Ländern kommen, wo es gar keine Juden mehr gibt. In allen Moslemländern gibt es keine Juden mehr. 800.000 sind 1900, wie der Staat gegründet wurde, wurden sie aus diesen Ländern vertrieben und sind 600.000 in Israel aufgenommen worden und die anderen sind nach Übersee gegangen. Das ist nur eine kleine Geschichte. Wie soll ich mit solchen Fremden heute umgehen, die hierher kommen nach Österreich?
In ihren Büchern steht für die 8, 10 und 12-Jährigen, steht ihnen, du hast jeden Juden zu töten. Die Europäische Union weiß davon. Ja, wir werden die das Geld gegeben hat für diese Bücher. Naja, wir werden das überprüfen. Ich glaube, ihr in Italien wird es auch gestern, vorgestern gelesen haben, was der abgedankte Generalsekretär zu berichten hat, dass man Israel schwerstens geschädigt hat, weil die Abstimmungen ja eigentlich ungültig sind. Es gibt 100 Länder, Moslemländer, die eine eigene Stimme haben. Gegen 10 oder 15 europäische Länder, die können nur verlieren. Die können nie eine Gerechtigkeit abstimmen. Eine weitere Lücke? Ich habe noch ein paar. Ja, erstens einmal, mein Bericht für den Nationalsozialismus in Europa muss ich Folgendes sagen. In der Zeit Hitlers haben alle Polizisten bei jedem Land, was besetzt wurde, sofort mit den Deutschen zusammengearbeitet. Die Polizisten, ob das jetzt Holland war oder ob das jetzt Frankreich war, die Polizisten haben alle gewusst, wo Juden sich verstecken. Und haben diese Juden den Deutschen übergeben. Viele, die sich bei ihnen versteckt haben, solange sie Geld hatten, und wie das Geld ausgegangen ist, haben sie sie angezeigt. Aber das ist eine separate Geschichte. Dann Frage, wie geht es einem Juden eigentlich in Europa? Es geht ihm so, dass er, ich will nichts bestreiten, aber 1000, vielleicht sogar 2000 Mal wurde ich gefragt, Herr Feingold, warum gehen Sie nicht nach Israel? Was gab sie, was gebe ich zur Antwort? Wenn du nach Rom gehst, gehe ich nach Israel. Was nehmen Sie von diesem Abend mit? Bitte? Was nehmen Sie von diesem heutigen Abend hier in Meran mit? Ich nehme das mit, was ich, wie ich in Österreich fühle. Es ist 71 Jahre nach Kriegsende, dass man sich jetzt aufrafft, weil viele von Beschuldigten man zu Lebzeiten der Kinder oder Enkel es nicht aufrühren wollte. Jetzt sind die Täter gestorben und die Kinder sind schon so alt, dass sie heute schon verstehen, was der Großvater gemacht hat oder sonst wer. Das ist die Aufarbeitung, die wir jetzt haben. Ob wir sie schaffen werden, weiß ich nicht, weil allzu viele Beweise sind weggeräumt, Zeugen sind gestorben. Ja, was soll ich dazu sagen? Wissen Sie, ich bin ja erst 103 Jahre alt, aber ich bin der älteste Jude Österreichs. Aber mit dieser Feststellung, das ist ja noch nicht alles, wenn Sie so alt sind, kriegen Sie so viele Ehrungen. Ich bin ältestes Mitglied vom Automobilclub. Man ist überall der Älteste. Wohin ich komme, bin ich der Älteste. Ja, was soll ich tun? So. Ja, jetzt haben wir noch ein paar andere Punkte zu besprechen. Also, die Aufarbeitung in Österreich, jetzt werden Sie nicht sagen, ich bin jetzt im Ausland, ich bin in Italien und ich schimpfe jemanden in Österreich. Nein, das tue ich schon seit 1945, als ich herausstellte, dass wir einen Dr. Karl Renner haben in Österreich, der sogar Bundespräsident geworden ist und der 38 für den Anschluss war, der schon 1922 für den Anschluss Österreichs an Deutschland gewesen ist im Völkerbund, wo er was reinzureden hat, ein großer Sozialist. Und also 38 war er für die Bevölkerung, wir schließen uns Deutschland an. 45 hat er eine Idee,
ihr braucht keine Angst haben. Wir werden nichts zurückgeben. Was heißt nichts zurückgeben? Das heißt doch, man hat jemandem etwas genommen, gestohlen. Also ist Österreich ein sehr guter Hehler. Lebt vom gestohlenen Gut. Aber würden Sie nicht sagen, Sie haben ja das Privileg, einen sehr langen Lebensbogen erleben zu können. Wie würden Sie jetzt einschätzen, die Zeit, in der wir jetzt leben? Es hat ja sehr vieles, und es wird auch hier in Meran jetzt eine Bemühung unternommen. Wir haben 45 in ganz Europa nicht richtig aufgeräumt. Und dadurch ist es entstanden. Dieser Dr. Karl Renner, noch heute eine Persönlichkeit, in jedem Dorf haben sie eine Kulturstätte, der Renner-Institut. Das geht schon längst weg. Was hat er getan, 1945? In Wien gab es 650.000 Juden, die verschleppt und ermordet wurden. Von denen ist eine Unmenge an Wohnungen gewesen, die alle Nationalsozialisten bekommen. Er hat 45 denen gesagt, ihr könnt beruhigt in den Wohnungen bleiben. Wir werden keine Juden zurücknehmen. Aber wenn Sie jetzt am Ende dieser langen Entwicklung sind, in Ihrem Alter, sehen Sie Versöhnungspotenzial oder sehen Sie immer noch diese Gegenüberstellung, diese Frontstellung? Nein. Fühlen Sie sich bedroht? Da sind so viele Herrschaften, die mich verstehen, was ich sage. Zaus, der Vierte soll es nicht erzählen. Die zerschlagen mich doch. Die glauben doch, das alles ist schon erledigt. Man hat schon die Wiedergutmachung gemacht. Nicht einmal 5% von dem, was gestohlen wurde, hat man zurückgegeben. Österreich ist prädestiniert für nicht zurückgeben. Man hat Prozesse geführt, die 20, 30 Jahre gedauert haben, wo Leute Wiedergutmachungen haben wollten. Die Rechtsanwälte haben so viel Geld bekommen, dass selbst wenn ein Vergleich geschlossen wurde, ist nichts mehr übrig geblieben. Er musste das Geld den Rechtsanwalt geben. Also hören Sie mal auf mit den Wiedergutmachungen. Das hat bei uns in Österreich nicht angefangen und hat nicht aufgehört. Selbst, man muss ja das so richtig begreifen, als guter Österreicher, wie ich bin, wissen Sie, hat man in Salzburg einen geflüchteten Hofrat aus Wien eingesetzt für Wiedergutmachungen. Dass der bei jedem Einzelnen von uns angefangen hat, wie die Wiedergutmachung war nach Monaten, was im KZ waren, hat er bei jedem versucht zu drücken, dass es ein paar Monate weniger wird. Wissen Sie, ich erzähle nicht Sachen, die ich von anderen gehört habe, ich erzähle nur von mir. Herr Feingold, alles ist in Ordnung, aber da hier stimmt etwas nicht mit 12 oder 14 Monaten, das ist nicht in Ordnung. Wir werden Arolsen fragen. Ich nehme an, Sie wissen, Arolsen ist eine Zentralstelle, wo alle Unterlagen gelandet sind. Und aus Arolsen, ich weiß nicht, ob ich einen guten Freund dort gehabt oder was, der hat noch einmal ein Jahr mehr gefunden, als wie ich angegeben habe. Nur hat er mir gleichzeitig wie der Landesregierung den Akt geschickt, wie viel es ist, sodass ich vorbereitet zu den Herrn Hofrat gegangen bin. Ich habe gesagt, na, was werden wir jetzt machen? Na, Herr Fenger, selbstverständlich, das, was Sie gesagt haben, ist gültig. Ich möchte diesen langen Abend abschließen mit der klaren Botschaft, die Sie an uns gerichtet haben, dass wir hier noch was zu tun haben. Und ich denke, vielen, vielen herzlichen Dank. Einen Applaus bitte auch für den Besuch von Marco Feingold.